Eberstadt Süd, ein Wohnviertel ganz im Süden von Darmstadt. Hier leben mehr als 3000 Menschen. Die in den 1970ern entstandene Großwohnsiedlung ist aufgrund ihrer günstigen Lage zur Stadt ein attraktiver Wohnstandort. Jedoch hat die Verschärfung sozialer und ökonomischer Probleme im Viertel zu einem drastischen Imageverlust geführt. Unter anderem durch zahlreiche Zuzüge aus unterschiedlichen Ländern und Kulturen sind soziale Spannungen sichtbar. Der Mann, den wir hier sehen, ist Triton Agosoy zusammen mit seiner dreijährigen Tochter. Von den meisten Leuten wird Triton Toni genannt. Dass Triton hier so unbehelligt mit seiner Tochter spielen kann, war nicht immer so, denn er hat eine schwere kriminelle Vergangenheit. Mein Name ist Hannes Mahr. Ich bin Pädagoge, Anti-Aggressions- und Coolness-Trainer aus Eberstadt. Bedingt durch meine Aktivitäten im Kampfsport bin ich zusätzlich Lehrer für Nervendruckpunkte und Selbstverteidigung. Weil gerade seine eigenen Kinder einen anderen Weg gehen sollen als er und man als Pädagoge einen erheblichen Teil an einem gelungenen Leben für Kinder beitragen kann, ist Toni bereit, mir seine Geschichte zu erzählen. Dazu treffe ich ihn im Polizeibüro am Kemberger Platz in Eberstadt. Also fangen wir einfach mit der ersten Frage an. Wie oft hast du dich bisher geschlagen? Oh, das kann ich gar nicht mehr zählen, hey. Ich will ja nicht untertreiben oder übertreiben, aber ich seit mein zehntes Lebensjahr, ja. Und dann ging es halt nur noch rund. Mhm. Wie oft? Ich glaube, mehr als 100 Mal auf jeden Fall. Mhm. Und wie hast du dich unmittelbar nach so einer Schlägerei gefühlt? Vielleicht mal in dem doppelten Sinn, einmal gewonnen, einmal verloren. Wie hast du da ein Gefühl entwickelt? Also diesen Moment habe ich mich an gar nichts gefühlt. Ich wollte eigentlich nur gewinnen. Aber dann, das kommt dann, weil danach, dann tut man sich ja noch ein bisschen ablenken mit den Freunden und so. Mhm. Aber abends habe ich jetzt, das ist wirklich, abends habe ich echt da gelegen oder zu Hause habe ich nachgedacht, okay, was hast du mit dem gemacht, du Depp? Oder hättest du vielleicht zwei Schläge weniger gemacht oder hättest du den nicht gemacht oder irgendwas? Dann denkst du erst nach. Sobald alles vorbei ist mit deinen Freunden und dies und das, wenn du dann zu Hause bist, dann denkst du nach. Also ich zumindest, glaube ich auch viele andere dann. Was könnte dich davon abhalten, sowas wieder zu tun? Oder wie hat der Schritt dann in diese Richtung, dass du dich da weiterentwickelt hast und sagst, ich mache solche Sachen nicht mehr? Was mich davon abhält? Ja. Also eigentlich erstmal meine Kinder, meine Mutter, also meine Familie, also mein Familienkreis. Mhm. Weil die haben mehr wie ich gelitten gehabt, wo ich gesessen habe. Die haben geweint jeden Tag, die haben Schmerzen gehabt, die ich nicht gespürt habe von drin. Aber was die hier außen gelitten haben und so. Und das hat mir am meisten wehgetan, dass die halt für mich weinen müssen. Mhm. Das hat sehr, also da muss ich sagen, das hat sehr, sehr wehgetan. Und was hast du dann an dir geändert? Also an mir habe ich alles geändert. Und das kannst du es konkretisieren? Ja, vorher, alles, nachher? Ich sag mal so, vorher gab es für mich kein. Kein Reden, also Reden schon, ich rede ja, ich kann ja reden, aber nicht so lange. Vorher war für mich, habe ich was gehört, bin ich hingegangen, habe ich es erledigt. Vorher war es für mich, hat mich einer angeguckt, okay, habe ich dann nur gefragt, ist alles okay oder irgendwas. Und wenn er mir frech kam, dann habe ich ihn auch erledigt. Aber ich war, wie gesagt, ich war halt ein Assi, aber ein korrekter Assi. Ich habe auch sehr, sehr vielen Leuten geholfen durch mein Verhalten. Beschreib mir mal den Begriff korrekter Assi, weil der ist jetzt für mich komplett neu. Assi ist klar und korrekt ist auch klar, aber wie würdest du korrekter Assi beschreiben? Was macht es einen korrekten Assi aus? Das ist, also Assi, so bin ich durch meine Kindheit geworden, habe ich ja diesen Ruf gehabt. Mhm. Schon, ich habe den mir nicht selber aufgebaut, der kam dann irgendwann durch die ganzen Schlägereien, Publicity, wenn sie da geredet haben, ja. der nach da erzählt hat. So ist dann mein Name, ist auch irgendwie dann so ein bisschen groß geworden, sage ich mal so. Wo mich dann auch jeder kennt und gekannt hat oder weiter kennt. Aber um zu sagen, auf dieser Schiene war ich ein Assi,
aber mit Herz. Deswegen, das habe ich auch selber so mein Wort, das habe ich selber so dazu gebracht. Es gibt Assis und korrekte Assis. Mhm. Zum Beispiel in dem Viertel gibt es auch sehr viele Assis und in dem Viertel gibt es auch nur ein paar korrekte Assis. Die, wo mit Herz da sind, die sich bei Leuten einmischen, die helfen, die nicht nur auf Schlägereien oder Kriminalität oder irgendwelche Sachen, wie soll ich sagen? Die auch eine soziale Seite haben. Die haben noch eine soziale Seite. Also einen Blick für den anderen, nicht nur für sich. Sind jetzt noch von deiner Zeit irgendwelche Träume oder Albträume, die dir nachts begegnen? Albträume, ja. Möchtest du darüber reden, was dich nachts was ich viel nachdenke, ich wurde auch mal mit einem Messer angestochen. Mhm. Und der Tag kommt mir sehr oft vor. Das hätte auch ganz woanders dahin gehen können. Einen anderen Weg. Ja, ja, klar. Und da wurde ich auch von, ich habe der da an den Leuten, habe ich mich in einem selben Abend noch mit denen gehauen. Auf dem Rückweg nach Hause, dann waren die auch wieder zu zweit, genau dieselben zwei. Und dann haben sie heimlich, haben sie mir mit dem Schal so von hinten, haben sie mich so zugedrückt. Und das war so mein, ich habe sehr viele Kämpfe gehabt, ja. Auch Straßenkämpfe. Ich habe auch das ist richtig krasse Sachen gehabt, richtig. Aber das war eine so, mindestens, wo mich so manchmal so mitnimmt. Also, wie soll ich sagen? Das verfolge ich noch. Ja, ich wurde ja angeschlagen, aber hätte ich, früher war ich ja auch so ein Messerträger, hätte ich das nicht dabei gehabt, wäre ich gar nicht mehr hier, glaube ich. Mhm. Und der eine hat mich von hinten im Schal zerdrückt und der andere hat vorne direkt reingestochen. Ja. Aber das ist so, was mir manchmal wirklich noch durch den Kopf geht. Weil es einfach lebt. Das ist sehr, sehr lange her, vielleicht schon 20 Jahre. Mhm. 18, 20 Jahre. Mhm. Aber das nimmt mich immer noch mit. Weil es einfach so lebensbedrohlich war damals für dich. Ne? Hast du selbst jetzt, sag ich mal, in deinem eigenen Familienumfeld Gewalt als Kind erfahren? Weil du hast jetzt deinen Vater ja ganz anders geschildert, als jemand, der voraussehen kann. Also hast du, sag ich mal, diese Gewalterfahrung im Viertel gemacht oder erstmal in der Familie? Nee, im Viertel. Also in der Familie war jetzt kein Ausgangspunkt, wo man sagen kann, daheim geschlagen und dann schlage ich mich auch woanders. Nö, das war alles draußen. Wir sind auch so erzogen, so mit Respekt zu Hause, durften ja nichts machen eigentlich. Hat es einen religiösen Hintergrund oder nur? Nein, ein Respekt. Respekt, mein Vater hat uns das beigebracht. So. Ja. Wie viele Kinder wart ihr? Drei. Drei. Und das hat uns so beigebracht, zu Hause war immer Ruhe, aber sobald es rausging, dann ging der Tumult raus. Aber ich muss auch so sagen, vielleicht nebenbei jetzt mal, ja. Mein Vater war ja auch nie für mich da. Das war ja immer die Mutter. Mhm. Und man lernt ja viele Sachen durch den Vater eigentlich schon von klein auf, den Weg. Den hatte ich nicht. Den habe ich mir selber so gebaut in meinem Weg oder meinen Lebensweg. Und bis hierhin ist halt so abgegangen. Hätte sich mein Vater vielleicht für mich mal früher so ein bisschen mehr interessiert oder hätte gesagt, hier so, oder nicht nur eingefördert. Weil wenn ich Fußball spielen wollte, das war im Monat 7 Mark, so der Beitrag, den habe ich nicht gekriegt. Mhm. Wollte ich das haben oder irgendwas, habe ich nicht bekommen. Also was habe ich gemacht? Habe ich angefangen mit 9 zu klauen. Mhm. Das ist dann so. Weil die Jungs, die kommen in der Schule mit Hanuta. Ja, ja. Und du kommst in der Schule. Ich habe nicht mal einen Schulranzen gehabt. Ich bin mit Tüte in die Schule gegangen. Das war aber auch dann schon... Das hat mich alles so ein bisschen mitgekommen, wenn ich zurückdenke. Das ist auch was Spannendes. Gab es dann auch für dich, warst du da eigentlich eher erstmal in der Opferrolle? Sozusagen, wurdest du vom Klassenkammer gemobbt? Weil, oder nee, gemobbt dich, nicht, weil die wollten mich nicht mobben, weil die wussten ja auch von klein auf schon, dass ich, egal was ich hatte, entweder geworfen habe oder auch mal eine gehauen habe, von klein auf schon. Mhm. Wo kommt das her? Was glaubst du, wo das herkam? Ich glaube, das habe ich so mit hochgeholt, so, weil ich das nicht hatte, was die Kinder hatten oder bekommen hatte. Eine Frustration da? Da war sehr viel Frustration dabei. Weil mein Vater halt, ich hab gern getrunken, gemacht, getan und ist halt erst nachts genau rausgekommen. Ich glaube, das ist schon langsam so ein Klischee. Nachts gern nach Hause gekommen, dann hat die Mutter halt mal gekriegt und wir aus grundlos mal eine gescheppert bekommen oder so, durften eigentlich kaum irgendwas machen, müssten immer so im Zimmer abhängen und so. Deswegen war ich lieber draußen, bevor ich mir das da immer abgegeben habe. Und dann kam halt in die Schule mit keinem Schulranzen, keine Schultüte, das weiß ich sogar noch von der ersten Klasse. Ich habe nicht mal eine Schultüte gehabt. Ich habe mich dann so aufgeregt, weil die Kinder haben dann ihre Schultüte ja, so viele Süßigkeiten drin gehabt. Alles Mögliche. Das habe ich alles nicht gehabt. Da staut sich natürlich dann auch irgendwas an. Ne? Das ist ja klar. Und dann geht man ja weiterhin in die Schule mit was? Mit einer Tüte und nicht mal Pausenbrot oder gar nichts. Ja. Also hatten die alles und ich war halt so ein Drecksack.
wenn die dann wenn die dann aus der Klasse rausgegangen sind, dann bin ich halt so, angeblich habe ich Bauchschmerzen gehabt und so, ich muss mal 5 Minuten drin bleiben. Dann habe ich die Rucksäcke durchsucht nach Essen. Nach Essen und Trinken, weil ich fand es immer so geil. Die hatten echt voll die schönen belegten Sachen gehabt. Mhm. Das, was ich noch nie gesehen habe, zu Hause oder egal wie. Meine Mutter konnte das nicht machen für uns. Die ist arbeiten gegangen von morgens bis abends, damit wir was zum Essen haben. Vater war so Zocker, dies, das. Und es war immer so schön, wenn die Brote so belegt waren und was für ein Bild in so einen Tüten drin. Und das kenne ich ja alles nicht. Ja. Kenne ich wirklich alles nicht. Kein bisschen. Also habe ich angefangen zu klauen von klein auf. Und wenn in der Pause war, bin ich von der Pause raus. Bin in den Laden gegangen, habe mir da auch was zusammengeklaut und bin dann in die Schule gegangen. Damals habe ich noch Hanukkas verkauft. Und durch dieses Geld habe ich mir dann vielleicht mit meinen Freunden dann, ich sag mal so, wenn da, sobald wir 4,50 Mark hatten, oder bei dem einen für 3,50 Mark gab es schon eine Margarita-Pizza, und dann haben wir uns zusammen eine Pizza geholt und es war traumhaft. Also war eigentlich der Wunsch der, wir wollen genauso sein wie die anderen. Eigentlich wollen wir genauso sein. Wir wollten eigentlich nur was zum Essen haben, damit uns gut geht. Genau wie die anderen auch, aber ihr habt einfach nicht die Möglichkeiten gehabt. Ging nicht. Also habt ihr es euch auf eine andere Art und Weise gesagt, die natürlich jetzt dann in der Richtung nicht gerade für den anderen freundlich war. Aber das war sozusagen euer Ausgangspunkt erst einmal. Ne? Einfach auch nur den Wunsch nach einem, sag ich mal, vernünftigen Leben, nach einem normalen Leben. Auch, ja. Ne? Auch. Das ging auch los bei Kleider, Klamotten, dies, das. Du wurdest ja auch manchmal ausgelacht. Früher haben ja in Thomas gab es ja immer diese zwei Streifenschuhe, die haben wir bekommen für 10 Mark. Und dann hast du die angezogen, bist in die Schule gegangen und hast du erstmal was anhören müssen von den ganzen Leuten. Obwohl, ich fand es eigentlich nur als Schuh gut, aber dann musste ich mir alles anhören. Und was, ey, wie sind das so billig? Und es gab ja immer so Billigschuh, Billighose, Billigmarke. Ja, alles nur mit billig davor. Es gab ja nicht einfach nur, ey, was so groß, was für Jagd? Nein, Billigjagd, Billighose. So ging es los immer. Also du hattest schon einen Labeldruck in der Schule. Von aber ich sag mal auch so, ich wurde vielleicht von denen aus so, dann so gemacht, wie ich dann den Weg gegangen bin. Ich wurde ja immer nur von ausgelacht mit Schuhen oder Billigsachen oder das. Hab das nicht gehabt, was die anderen Kinder hatten. Ja. An Essen, Trinken oder egal was. Oder Materialien für die Schule. Oder ich bin noch nicht mal einmal in die Klassenfahrt gefahren. Klassenfahrt, mein Leben lang habe ich nichts gehabt. Ich bin immer nur in die anderen Klassen versetzt worden. Ja. Ich glaube, diese Sachen haben mich dazu gebracht, geworden bin. Ja. Weil ich nichts hatte, muss ich mir selber alles irgendwie ergaunern, machen und tun. Aber, und dann mit der Zeit komme ich mal zurück so auf meinen Vater, was er geworden ist. Auch wenn es ein Arschloch war früher, trotzdem liebe ich ihn immer noch. Weil das ist mein Vater. Das ist dein Vater, ja. Genau. Das ist mein Vater. Egal, was mein Vater gemacht hat oder ob das jetzt ein Mörder wäre, Bankräuber, das ist immer noch mein Vater. Also kannst du sagen, aus deiner Sicht, dass ein intaktes Umfeld heilend ist? Ja. Und du kennst aber auch genügend Beispiele, wo das Umfeld nicht intakt ist und dementsprechend auch weiter die Soße so läuft wie immer. Also mal wieder eine Knast, mal wieder Mist gebaut. Da kenne ich viele davon. Ja, also die Schleife dann, ne? Das ist die Schleife. Aber das hängt dann selber an denen ab. Die, wo auch manchmal nichts draußen haben, die machen trotzdem wieder was. Erstens vielleicht zum Überleben oder irgendwas, wie wir auch schon das Thema hatten. Hat nichts gelernt, hat das nicht gemacht. Und der Knast gibt natürlich auch eine gewisse Sicherheit, weil er ja einen Regelablauf hat. Da ist es wie eine Firma, ja. Da stehst du auf, da wird gegessen. Wer Arbeit hat, hat Arbeit. Wer nicht, bleibt drin. Kommt die Freistunde für die Nicht-Arbeitenden. Die gehen da raus, aber nur diese eine Stunde, da gehst du kaputt. Das ist alles nichts. Aber die anderen sind ja schon so gewohnt nach den ganzen Jahren. Ja. Das ist alles nicht so. Also ich würde oder ich will niemals wieder zurück. Mhm. Nicht wegen mir, weil ich meiner Familie so weh tue. Wegen mir, ich finde mich da schnell gut ab und so, komme gut zurecht, aber das ist auch nicht alles. Also ich will nicht unbedingt zurück. Nochmal rein. Als ich rausgekommen bin, ich habe mich direkt von allen abgekapselt. Mhm. Bin meinen Weg gegangen, habe Arbeit gesucht, habe das gemacht, habe Bewerbung geschrieben, so wie es im Gefängnis beigebracht gekriegt habe, haben wir es auch gelernt. Habe meinen Staplerschein in der JVA gemacht. Warum? Weil jetzt hat er mir genutzt. Jetzt nutzt er mir. Was ich hier draußen nie gemacht hätte. Das sind Sachen, die ich durch ein Gefängnis gelernt habe, was ich hier draußen niemals gemacht hätte. Sprich Computerkurs, sprich Staplerschein,
Fußballverein, das ist alles, ja, alles hier draußen nie gemacht so. Mhm. Alles von drin. Und deswegen nehme ich das jetzt alles ernster hier. Und das heißt, der Knast hat ja auch eine Struktur mitgegeben. Sehr viel. Sehr gute Struktur sogar. Echt. Aber ist es nicht empfehlenswert nach dem Motto, ich habe keine Struktur, also gehe ich mal besser in den Knast. Das ist auf keinen Fall. Nein. Also der Weg dahin ist hart, beziehungsweise dort zu leben, ist eine harte Nummer. Das ist eine sehr harte Nummer. Man befasst sich auch nicht mit der Jugend, zum Beispiel, dass du in den Knast kommst. Ja. Man denkt ja gar nicht dran. Du machst einfach die Sachen, obwohl du eigentlich schon für die erste Sache schon reinkommen könntest, was du gemacht hast. Man denkt ja nicht, aber die Karriere, die geht dann einfach so, die ist wie so ein Wasserhahn. Wenn du ihn aufdrehst, der läuft dann einfach. Und dann läuft es. Und dann, wenn der Mensch den abdreht, dann läuft, bis irgendwann mal leer ist. Und so war es bei mir. Meine Karriere ist gelaufen. Dann hat gemacht, zack, Gerichtsverhandlungen, so, das. Da habe ich einen Haufen erstmal bekommen für meine ganzen Sachen, was ich gemacht habe. Ich habe echt sehr, sehr schlimme Sachen. Die Leute haben mich gemocht, aber ich war ein schlimmer Junge. Ja, jetzt haben wir einiges erfahren über den Toni, vor allen Dingen über seine Vergangenheit, wie es begonnen hat mit seiner kriminellen Karriere, aber auch wie er sich wieder schrittweise davon distanziert hat. Und jetzt wollen wir uns mal im Viertel umschauen. Eberstadt Süd wurde 1999 in das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt aufgenommen, um es durch gezielte Förderung wieder zu einem selbstständigen, lebensfähigen Stadtteil mit positiver Zukunftsperspektive zu entwickeln. Allerdings lief dieses Programm 2013 aus. Etliche kriminelle Aktivitäten finden hier sowohl tagsüber, aber vor allem nachts statt. Eine rückläufige Zahl von engagierten Bürgerinnen und Bürgern und regelmäßige Polizeieinsätze sind die Folge. Irgendwann stand die Polizei dann auch vor Tritons Haustür. An den Vorgang seiner Verhaftung erinnert er sich noch ganz genau. Ah ja, das war so, ich habe damals gearbeitet gehabt in so einer Druckfirma. Ich bin morgens nach Hause gekommen von der Nachtschicht. Hab gerade dann noch mit meiner Frau da zusammen die Kinder fertig gemacht für die Schule. Und haben dann ja, aus dem Nichts erstmal gar nichts gewusst, bis es gekracht hat. Meine Kinder haben richtig schockiert. Die haben alle geheult, geschrien. Ja, die Polizei ist ja bei dir auch mit richtig Maschinengewehren eingelaufen. Wieso haben die das überhaupt gemacht? Wieso war da so ein Riesenaufgebot wegen dir? Ja, weiß Gott, was sie gedacht haben, wenn sie da verhaften. Tony Montana oder Pablo Escobar, weiß ich nicht, was sie da vorgestellt haben. Aber alle maskiert und so montiert und so. Weil die haben ja auch vieles, was dazu spricht, warum sie so eingelaufen sind mit Maschinengewehren und so. Weil die meinen Namen kannten durch die ganzen Akten. Und viele da waren sogar Polizisten, zwei Stück, die mich gekannt haben. Die mit mussten, weil sie mich kennen und die mich dann beruhigen wollten. Haben die ganze Wohnung durchsucht, gemacht, getan, haben mich mitgenommen noch. Ich durfte mich noch nicht mal umziehen. In Boxershorts, im Aufzug. Also die Nachbarn und so haben mich auch gesehen und voll. Haben mich auch nur gefragt, wohin. Sag ich, gehe erstmal ab jetzt in den Urlaub ein bisschen. Ich fand es so frech, der hätte mich wenigstens was anziehen können lassen. Ja, dann geht es ab in U-Haft erstmal, Präsidium. Dann kurz vorm Haftrichter. Haftrichter hat dann entschlossen, dass ich in Haft komme. Hm. Also deine Haftstrafe angetreten bist. Wie sah deine Zelle aus? Kannst du mal beschreiben? Scheiße. Hübsch war sie nicht. Die war so eine hessische Cremefarbe, so total so ottergelb, was weiß ich, die Wände. Da kannst du nur Knacks bekommen. Und dann hast du so Fließdecken und so Sachen. Also schon eklig. Eine Matratze, da hast du nur Rückenschmerzen und so ein Mist. Okay, ich habe mir eine zweite dazu geholt. Durch so halt ein paar Beamten und so Sachen hat man zwei gekriegt, darf man sich halt nicht erwischen lassen und habe halt viel in der Zelle trainiert. So habe ich meine Zeit verbreitet, mein Kopf war auch dann dadurch freier. Was willst du dir? Du kannst vielleicht ein paar Sachen, ein paar Bilder an die Wand hängen, die du gemalt hast in deiner Zelle. Aber das versüßt deine Zelle auch nicht. Ich habe ja auch so, ich habe alles sauber gehalten, bei mir wusste man, hat alles akkurat legen müssen, stehen müssen. Decken und gebe ich so wie Couch gemacht und so. Ein paar Kissen mehr und so Sachen, alles so heimlich. Ja, aber ansonsten kann man sich nicht daran gewöhnen. Also dann in den Knast gekommen bist, hast du da eine Einzelzelle gehabt oder warst du mit mehreren Insassen zusammen? Ich war erstmal in der Gruppe drin, also was heißt in Doppelzelle, aber dann ging der andere mir so auf die Nerven mit Rauchen, nachts aufstehen auf Toilette, das stört dann das. Und wenn du erst reinkommst, der andere macht dann so Shows und dann ging das nicht mehr. Dann habe ich auch zum Beamten, habe ich ein Anliegen geschrieben, habe ich denen gesagt,
Ich würde gerne eine Einzelzelle haben, weil entweder ich oder der, dann überlebt die nächste Nacht nicht mehr. Ich kann nicht mehr hier drin. Ja, daraufhin, da, wo sie mich auch dann so gesehen haben, dann haben sie auch schnell reagiert, haben sie mich dann auch in die Einzelhaft getan und da war ich dann auch. Und das hat auch besser getan. Du brauchst Einzelhaft, du kannst mit keinem anderen da irgendwie. Wenn er da, du willst schlafen, der furzt da rum und steht nachts auf und stinkt nach Qualm in so einer 8 Quadrat, zwei Mann. Was willst du da machen? Da knallst du nur durch. Da wirst du erst recht zum Mörder. Hab's auch mal probiert, dann mal in so eine Dreierzelle, aber das ging auch alles schief, das, weil das halt Freunde von mir waren, die dann auch gekommen sind. Wir haben uns dann eine Dreierzelle geholt, aber war auch nicht so das Blumige. Du bist da drin, du bleibst auch da drin. Kannst du noch so viel heulen, denken, nachdenken machen, dich aufschlitzen, wie viele gemacht haben oder egal, was die da getan haben, nur damit der rauskommt. Nur, viele haben sogar Sachen gemacht, damit die ins Krankenhaus kommen. Aber es war ein bisschen größer und freier. Aber so blöd bin ich dann, ich schneide mich doch nicht selber auf. Ich bin da reingegangen wie eine Strafe, dann bleibe ich auch da. Und heul da nicht rum wie so eine Muschi. Ist so, wer Scheiße baut, muss Scheiße fressen können. Und das ist immer das Ding. Du bist ja nun sehr mit deiner Familie verbunden. Wie sehr hatten die Familie darunter gelitten, dass du im Knast warst? Meine Familie hat sehr krass darunter gelitten. Weil ich war von heute auf morgen innerhalb einer Minute von der zu einer anderen Minute war ich weg von denen. Die haben alles mitbekommen, wie sie eingelaufen sind. Die auf einmal war ich weg und das dann jahrelang. Und ja, wie die haben, ich habe es halt immer nur mitbekommen, wenn sie mich besucht haben, haben sie schon geweint. Schon, wo sie mich gesehen haben oder bevor sie mich schon gesehen haben, kamen sie schon mit so Tränensäcken heulen, weißt du, so rein. Das fügt dir sehr, sehr viele Schmerzen durch. Das fügt dir auch, wenn du das siehst von deiner eigenen Seite, dass deine eigene Seite kommt und heult schon und dich sehr, sehr, sehr vermisst und ich sie auch vermisse, das ist schmerzhaft. Das wünsche ich. Also man sagt immer so, ich wünsche keinem das. Ein paar wünsche ich das denen, die, wo sich das richtig verdient haben, aber nicht so Leute wie mich zum Beispiel, Leute, die wo für ihre Familie da sind, die so familiäre Menschen sind. Und das ist nicht korrekt. Aufgrund der Schwere seiner Taten wurde Triton zu einer Freiheitsstrafe von 9 Jahren und 8 Monaten verurteilt. Durch eine Revision konnte er seine Strafe jedoch auf 5 Jahre und 9 Monate herunterhandeln. Als er schlussendlich aus dem Gefängnis entlassen wurde, musste er sich an vieles neu gewöhnen. Die Entlassung selbst ist für einen Insassen das unbeschreiblichste Gefühl der Welt. Du probierst erstmal sowieso alles aus dem Weg zu gehen, Stress alles drum dran und ziehst dich halt viel zurück und denkst halt viel nach. Hoffentlich kommt da nicht jetzt noch was in einer Anzeige. Das haben sie beim Kollegen bei mir gemacht. Der Arme, der wurde genau bei der Entlassung, nach dem Tor, wurde entlassen. Vor dem Tor hat schon die Polizei auf den gewartet. Mit einer neuen Anklage, denkst, dass er nochmal büßen muss. Und der, sowas wünsche ich dem nicht, also keinen. Und das, wenn man das gehört hat, wenn man so Geschichten da drin hört, dann geht dir alles durch den Kopf. Dann am liebsten würdest du dann die letzten 2 Tage lieber von da ausbrechen, dann weißt du, du bist echt in Freiheit, bevor dir noch irgendwas auf dich zukommt. Ja, dann werden die Sachen gepackt. Einen Tag davor werden die Sachen gepackt. Und die Sachen, die man halt nicht braucht, also ich habe eigentlich alles drin gelassen. Alles drin gelassen, was ich den anderen da gelassen habe. Das macht man dann so. Wasserkocher, Fernseher, DVD-Player. Man hat sogar damals eine PS2 bekommen. Die habe ich auch, da hat man alles da gelassen einfach für die anderen, die es nicht hatten. Und so hat man sich geholfen. Immer wenn einer entlassen wurde, hat dann immer Dings gelassen. Und dann nimmst du halt, packst du deine ganzen Sachen, wie gesagt, halt, da kriegst du so Körbe. Einen Tag davor, du lässt halt nur deine Bettsachen da. An den Abend lässt du draußen. Ansonsten hast du alles schon so, du warst noch nie in so einpacken, so schnell in dein Leben wie an diesen einen Tag davor. Normalerweise, wenn du in Urlaub gehen willst, willst du was einpacken, das da machst du das. Aber da ging es ratzfatz, keine Minute, waren alles abgepackt. Ordnungsgemäß, so wie die es haben wollten. Weiß zu weiß, rot zu rot, grau zu grau. Alles drum dran und dann wirst du dann morgens, du kannst auch nicht wirklich schlafen. Du bist dann so diesen unterbrochenen Schlaf, diesen Wachschlaf. Und dann hörst du nur klack, 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 den Schlüssel. Und ab da weißt du, puh, der Schlüssel. Und dann sagen die Argosoi, so, kommen Sie, Sie können gehen. Ja, dann nimmst du die Sachen mit, dann gehst du, ach, wie heißt dann das jetzt? Da, wo die ganzen Sachen gibt es halt, wo sie alles hergeben. Bei der Wache vorne, da gibst du alles ab, kriegst du deine alten Sachen wieder mit. Wie, was die dich verhaftet haben, mich haben sie ja nur mit einem Boxershorts verhaftet, da habe ich halt meine Boxershorts zurückbekommen.
Und nee, meine Frau hat mir noch Sachen vorher reingebracht, Entschuldigung. Und, aber meine Boxershorts habe ich ja trotzdem mitbekommen. Und hast du die noch? Dann kommst du, ja, die habe ich oben. Hast du die eingerahmt? Was heißt eingerahmt? Aber die, nee, benutzt tue ich auch nicht, aber ich lasse die da, weil die fällt dann immer in diesen Blick ein. Wenn ich mal zum Beispiel eine Unterwäsche hole oder so, dann sehe ich die, dann sage ich, oh. Dein Mahnmal. Sowas ist es, ja. Und ja, natürlich, du, bei dir geht alles durch den Kopf, hoffentlich wegen den Aktionen von vorher, von den Kollegen, wo du gehört hast, so was passiert erst. Okay, hier habe ich es geschafft, die Etappe ist durch, hier habe ich die Sachen abgegeben, hier unterschreibe ich, hier ziehe ich mich noch um, das ist das, das. Dann wartest du nochmal extra in so einen Raum, wirst du eingeschlossen, bis deine Entlassung fertig ist und so alles drum dran. Und dann gehst du raus und dann geht die Tür schon mal auf. Tor, Sesam, öffne dich und dann siehst du wirklich die Welt, deine Familie, deine Liebsten da draußen. Und das ist, du bist nicht du selber, du bist dann... bei dir explodieren Sachen, du bist so durcheinander, verwirrt, du glaubst es gar nicht. Ich bin rausgekommen, ich habe erst mal im Auto, ist mir so schlecht geworden bei der ersten Autofahrt und im Edeka wollte ich noch raus. Das waren gerade noch nicht mal eine Minute drin, ich wollte schon raus. Weil ich, aber so vom Gefühl her, vom Körperlichen und so, das kann man gar nicht erklären, kann ich dir nicht erklären. Das ist, bist nicht du dann, gerade in diesem Moment. Und dann im Nachhinein, ja, erstmal Familie getroffen, alles drum dran und gefühlt. Ich war ja immer noch voll auf Adrenalin. Ich war nicht ich. Es hat lange gedauert, bis ich zu mir kam hier draußen. Ich glaube 2 Wochen, 3, sowas. Dann war es noch ein bisschen, aber dann im Nachhinein hat es immer noch so gedauert, bis ich dann richtig mich entfaltet habe. Erstmal habe ich mich erstmal ein bisschen zurückgelegt. Erstmal alles genießen und gucken mit Familie, alles drum dran. Dann habe ich mir natürlich einen Döner geholt. Döner, eine geile Cola. Cola gab es ja auch drin, aber. Draußen schmeckt die natürlich ganz anders da. Durch die Luft halt, ne? Alles, ich habe alles genossen, Mann. Ich habe sogar einen Vogel hinterherfliegen sehen, wie schön es war. Aber ich kann das nicht sagen, ich war echt, der Döner war halt geil. Wolke 7? Ja, Wolke 7, bravo. Du hast es genau getroffen, Wolke 7. Und bis du da erstmal runterkommst von deinem ganzen Trip, das dauert. Aber dann, Gott sei Dank, nachhinein, habe ich mich halt... beworben für eine Arbeit, für einen Job, habe auch Job bekommen, war Staplerfahrer, dies, das, habe mehrere Sachen auch gemacht, mache es auch weiter noch so. Und dann ging es wieder das normale Leben, sind wir dann wieder reingegangen. Ja, that's life. Während seiner Abwesenheit musste sich Tonis Frau Melanie allein um die gemeinsamen Kinder kümmern. Unterstützung fand sie dabei von Freunden, Nachbarn und Verwandten. Die Verbundenheit der Familie wurde in dieser Zeit auf eine harte Probe gestellt. Die haben mir meinen Halt gegeben und Kraft. Und da auch, wo ich im Urlaub war, da stand sie auch vom ersten bis zur letzten Sekunde stand sie zu mir. Hat mich besucht bei allem Wetter, Winter, Regen. Obwohl sie kein Auto hatte, ist sie mit Bus und Bahn und kilometerweit gelaufen. Nur zum Besuch, hat sich um alles hier draußen gekümmert. Sie mit meiner Familie zusammen, die haben sich gegenseitig unterstützt und sie war fix und fertig. Als ich hier rausgerissen worden bin, da hat man, wie so, als wären Felsen alles zusammen gebrochen einfach. Und den kann man nicht mehr zusammenkleben, diesen Felsen. Aber Gott sei Dank, ja, sie stand echt, ich kann nicht sagen, sie ist super proud, meine Frau. Nee, ehrlich, die hat alles im Griff, die ist... Was soll ich sagen, das ist nicht 100% Frau, die hat schon 300, 400, 500% Frau, ist die. Die hat eh alles im Griff, die weiß, ich könnte ohne sie echt gar nicht mehr weiter. Ich wüsste noch nicht mal, wo meine Socken sind, sag ich mal so, wenn sie nicht wäre. Da sind deine Socken. Da sind meine Socken. Ja, und ich schätze sie sehr, sehr viel. Tritons Familie stammt ursprünglich aus dem Kosovo. Viele Mitglieder leben allerdings über verschiedene Länder verteilt. Darunter Griechenland, Rumänien, Italien, Schweiz, Österreich und Bulgarien. Toni selbst ist Albaner, seine Frau Melanie ist Deutsche. Auch wenn er zu seiner Familie im Ausland wenig Kontakt hat, ist sie ihm doch sehr wichtig. Und wir sind auch eine sehr große Familie von meiner Seite aus. Eine sehr große und starke Familie. Aber die ich nie eingesetzt habe bei meinen Problemen. Hätte ich die eingesetzt, würde Deutschland ganz anders da aussehen. Aber das habe ich nie gemacht. Ich habe meinen Mist immer selber weggekehrt. Wollte auch keinen damit irgendwie
dass sie da in Schwierigkeiten reinkommen oder so. Weil damals hat man diesen Denken auch gehabt, wenn was passiert, dann passiert mir selber lieber was. Gott sei Dank ist jetzt alles gut gelaufen. Weil egal, wer meine Familie anfasst, sprich meine Kinder oder meine Familie hinten, da würde ich auch Selbstjustiz durchziehen. Bei allem Respekt, aber es ist so. Da würde ich auch sogar einfahren für eine sehr, sehr lange Zeit. Und sogar mit einem Lächeln reingehen, weil keiner fasst meine Familie an. Ich lasse nichts an meine Familie rankommen. Weil die hält mich von meinem ganzen Kram, von früher, was ich gemacht habe, hält die mich halt richtig zurück. Denke auch gar nicht mehr an den ganzen Mist, was ich früher gemacht habe. Es wird mich auch kein zweites Mal irgendwo in Urlaub gehen, ohne meine Familie. Damit sie nicht den gleichen Weg durchmachen müssen wie er, ist Triton für seine Kinder da. Anders als sein eigener Vater unterstützt er sie auf ihrem Lebensweg und tut alles in seiner Macht Stehende, damit sie glücklich sind. Ich komme aus einer armen Familie und dann gab es halt immer Stress wegen Geld, das nicht bezahlen können. Das habe ich alles bei meinen Eltern gesehen. Das soll bei uns nicht so sein. Und dafür gebe ich rede viel mit meinen Kindern. Ich sage denen auch, mit dem habe ich auch im Auto auch ein Gespräch gehabt. Wegen so Faxen halt manche kleine Dinge, aber hat er mir auch versprochen, er macht es nicht mehr. Ich glaube es ihm auch. Weil das sind nicht so die Leute dafür, dass sie mich jetzt da irgendwie übers Ohr hauen wollen. Oder das. Ich glaube, die nehmen auch vieles an von mir, weil ich rede zum Beispiel mit meinem Großen, rede ich sehr viel. Der versteht auch die Situation, dem probiere ich auch die ganzen Sachen so zu erklären, was gut ist, was nicht. Im Endeffekt umwandeln können es nur die selber. Aber ich halte schon meine Hand drüber. Über alle. Wir sind hier im Süden von Eberstadt, ein Viertel von vielen Hochhäusern geprägt. Leider gibt es auch viele Konflikte, die in diesem Viertel mit Gewalt gelöst werden, also nicht verbal. Und ich denke, dass vor allem den Kinder und Jugendlichen in diesem Viertel besonders darunter zu leiden haben, weil das natürlich auch keine positiven Vorbilder sind. Und diese Frage des Miteinanderumgehens ist natürlich hier in einer anderen Form wie vielleicht woanders. Wo mehr gutbürgerliche Schichten wohnen. Hier brennen auch die Mülltonnen und dementsprechend, ist dieses Klima hier doch sehr sozial angespannt. Wie auch in anderen Stadtteilen gibt es hier durchaus positive Lebensbiografien, die zeigen, dass auch unabhängig vom Viertel und der Herkunft man sich sehr gut entwickeln kann. Da legen natürlich die Eltern einem etwas in die Wiege. Sie begleiten einen Erziehungsprozess. Respekt, Aufmerksamkeit, Achtsamkeit sind Dinge, die ganz wichtig sind in einem kindlichen, jugendlichen Bereich. Und wir wollen jetzt uns mit Jens Fleming treffen, der uns mal die soziale Seite zeigt, wie man auch in so einem Viertel arbeiten kann, leben kann, bestehen kann. Ja, was heißt soziale Seite? Also ich habe mich dorthin entwickelt. Wenn du in so einem Viertel aufwächst, ich hatte ein sehr gutes Elternhaus. Wir haben sich sehr um mich bemüht. Ich habe auch alles gekriegt, was du eigentlich als Kind dir wünschen kannst. Ja. Aber wenn du in so einem Viertel aufwächst, wo viele solche Menschen unterwegs sind, die ja, andere Hobbys haben, nennen wir es mal so, dann kommst du an den Menschen nicht vorbei. Du wirst irgendwann ja, daran auch so ein bisschen gemessen, was du anstellst oder was du nicht angestellt hast, damit du dazugehörst. Weil man will ja dazugehören, hast du halt auch Als Jugendlicher oder als Kind noch viel mehr, willst du irgendwo eine Gruppe finden, wo du sagst, das ist mein Team, da gehörst du dazu. Und bei mir war es dann halt so, auch durch meine Eltern halt, habe ich gemerkt, dass du einfach andere Menschen auch helfen kannst, anstatt denen was wegzunehmen. Und da habe ich angefangen, ich sage immer, geprägt durch die ganzen Comics. Ja, hier Marvel-Kram, Hulk, He-Man-Figuren, Superman, Batman. Und was halt alles so auf dem Markt war, da hast du irgendwann, guck mal, da kämpft gut immer gegen Böse. Und irgendwann hast du angefangen und bist da, also ich zumindest für meinen Teil bin dazu übergegangen, den Leuten mehr zu helfen, anstatt denn irgendwas wegzunehmen. In der Schule halt sehr ausgeprägt. Ich saß zwar laufen beim Direktor, weil ich wieder irgendwo eine Schlägerei hatte, weil ich irgendeinem helfen musste. Aber es war dann so mein Weg.
Und das ist, heute bin ich froh dafür, weil das hat mir mit Sicherheit Knast und Krams erspart. Das Viertel hätte es hergegeben und der Umgang, den ich hatte, mit Sicherheit. Da hätte ich den einen oder anderen Aufenthalt mit Sicherheit genießen dürfen. Aber ich habe einen besseren Weg gefunden. Auch durch, ich bin einfach raus aus dem Viertel und habe mir gesagt, komm, du musst dich mit Leuten umgeben, die einen anderen Einfluss auf dich haben. Und so habe ich die Kurve gekriegt. Ich hätte mit Sicherheit, ich habe auch Dinge gemacht, mit Sicherheit, Mama, Papa, seid mal nicht böse, aber ich habe auch Dinge gemacht, die du besser nicht erzählst oder die du besser nicht gemacht hättest, aber die haben wir alle durch. Wenn du was wolltest, hast du die genommen. Das war halt das. Und irgendwann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Du hast dann irgendwann für mich, habe ich dann gesehen, die Leute oder die Kinder, die anderen Kinder, denen du das abgenommen hast, die hatte dann auch dran zu knabbern, die hatte selber nichts. Und ich hatte es eigentlich ganz gut. Und da habe ich gesagt, nee, das geht nicht, dann musst du helfen, die kannst du nicht so hängen lassen. Und irgendwann bin ich hin und habe aus den Gemobbten, die alles ertragen musste, hier Klospülung, Kopf rein und so, das ist ja noch das Wenigste. Ja. Aber da habe ich angefangen, denen zu helfen. Weil ich hatte schon immer als Kind schon ein breites Kreuz und einen harten Kopf. Also habe ich denen geholfen. So gut ich konnte. Was aus denen geworden ist, ich weiß halt von Kindern, denen ich geholfen habe, die haben trotzdem ein scheiß Leben hinter sich, haben trotzdem eine schlechte Bahn gefunden für sich. Konnte ich nicht ändern. Versucht habe ich es, habe den auch. Ich war mit Sicherheit kein Waisenkind, um Himmels Wille, aber ich habe getan, was ich konnte. Auch wenn er schon lange nicht mehr hier lebt, für Jens Flemming wird Eberstadt immer seine Heimat bleiben. Diese hat ihn, wie er selbst sagt, geprägt. Er ist in einem Viertel aufgewachsen, in dem Kinder und Jugendliche nur schwer bestehen. Doch durch ein gutes Elternhaus und dem eigenen sozialen Willen blieb ihm einiges erspart. Deshalb ist er zu dem Schluss gekommen. Kein Mensch kann sich die Welt aussuchen, in die er geboren wird. Aber wir können uns aussuchen, was wir aus unserem Leben machen. Letzte Nacht wieder zugeschlagen. 20 Bullen jagen uns auf Autobahn, wir rasen. Mit 1000 Cash, Karten im Gepäck, Elektrowaren. 20 Bullen jagen uns auf Autobahn, wir rasen. Mittlerweile ist es Nacht geworden über Eberstadt und ich bin mit Riton zum Sport verabredet. Bereits im Alter von 12 Jahren begeisterte er sich für Kampfsport und boxte leidenschaftlich in Vereinen. Damals halfen ihm die erlernten Techniken bei Schlägereien. Heute befreit ihn der Sport vom Alltagsstress. Man sollte vor jedem Kampfsportler oder irgendwas, bevor man anfängt, seinen Respekt zeigen, Respekt kriegen. Mit Respekt alles angehen, ja. Das bin ich ja früher nicht. Ich bin einfach reingekommen, habe mich umgezogen, habe ich gedacht, ich werde voll der Hit. Mhm. Und habe einfach auf die Jungs auch auf so eingeschlagen oder eingedroschen. Hauptsache, ich wollte wissen, wie gut ich bin oder wie hart ich das kann, wo eigentlich auch falsch war. Ich habe früher nicht so nachgedacht gehabt. Aber jetzt gehe ich zum Beispiel, wenn ich jetzt schon zu Hause bin, ich weiß, ich habe um 7 Uhr Training, das kribbelt ganz schön, das kribbelt anders da. Mhm. Und wie gehst du jetzt mit Niederlagen um? Mit Niederlagen? Also ganz locker. Also es sind jetzt Trainingsniederlagen. Ja, locker, ganz locker. Da gibst du den Shake Hands, der war gut oder das war gut. Man sagt ihm auch zum Beispiel seinem Partner, ey, das hast du gut gemacht, ja. Der Griff war gut oder der Boxer war gut, was du gemacht hast, die Linke kam gut. Man sagt ja gegenseitig das so. Aber wenn ich jetzt im Training oder egal im Kampf verlieren würde, was sagen die alle so, Ballchance, ne? Das war aber dann früher nicht der Fall. Früher niemals. Hat sich dann richtig gejuckt. Früher mal niemals. Da hätte ich, egal, ich hätte gewusst, ich würde da auf dem Boden, egal wie was, ich kriege keine Luft oder irgendwas, dann hätte ich in seinen Arm gebissen oder irgendwas hätte ich, Hauptsache rauskommen, ne? Mhm. Aber das hätte ich früher gemacht, da hätte ich ganz anders gehalten. Aber jetzt, nach den ganzen Jahren, wo ich jetzt alles schon hinter mir gelassen habe, gehe ich ganz anders da locker um damit. Also mit Kampfsport, mit Verlieren sogar, wenn einer besser ist bei mir im Training oder egal was. Dann ist er halt besser. Dann ist er halt besser, es ist so. Ja. Ist so, was ich halt früher nicht verstanden habe. Ich bin nicht dieser Asoziale, was diese Penners zum Beispiel hier treiben. Sinnlos Scheiben einschlagen, besaufen und eine Pulle holen und trink du. Die sind gerade mal zwischen 14, 15, 16, tun sich so heranwachsen, dann sitzen an so Pullen dran und so. Das will ich nicht. Das sind für mich so die Assis, die nichts zu tun haben
Und Schwächere oder beklauen Leute oder Mädels verhauen oder egal was, das sind für mich diese richtigen eierlosen Assis. Mhm. Und ich bin korrekter Assi. Ich kann hingehen zum Beispiel zum Tim, sage ich, Tim, der hat ein Problem mit mir. Ich habe gehört, du hast ein Problem mit mir. Ich gehe zu dem, rede den, frage den, was ist los, was ist passiert. Wie weit du hast du nochmal gesagt, dass du eigentlich ein sehr hilfsbereiter Mensch bist. Bin ich auch. Was ist für dich Hilfsbereitschaft? Für mich ist Hilfsbereitschaft erstmal so, den Kindern vielleicht zu sagen oder zu zeigen, hör mal zu, so, das ist richtig, das ist falsch. Das oder älteren Leuten, egal wie, wer wo was Hilfe braucht oder Nachbar, wenn er Hilfe braucht, dass er mal klingeln kann bei mir da, oder nicht, und nicht mit so einem Hintergedanken, oh, bei dem klingel ich nicht, der hilft mir nicht, das ist eh so ein Assi. Nein, er kann ruhig bei mir klingeln, da kann er mich fragen, kann ich ihm helfen, vielleicht mit dem Schrank raus oder egal was. Mhm. Ich habe auch jahrelang hier meine Mutter gepflegt, obwohl ich eigentlich, mein Ruf, der war schon hier, mein Name war schon, wie man schon sagt, sein Status, ne? Ja. Der war schon über Messlatte, aber trotzdem habe ich bei meiner Mutter gelebt, noch bis zu 33. Ja. Nee, 32, glaube ich, sowas. Und habe meine Mutter gepflegt, weil keiner zu Hause war. Mein Bruder hat seine eigene Wohnung, mein Neffe war ja nicht da, meine Schwester hat eigene Dings. Und also bei uns ist es dann so, ist der Jüngere dann, der nächste Jüngere bleibt dann bei der Mutter und guckt dann noch. Meine Mutter ist im Pflegefall, also mache ich es ja. Ich hätte auch jeden Tag irgendwo mal was machen können, feiern gehen. Das wäre besser vielleicht für mich gewesen, als auf mal irgendeine alte Frau da aufzupassen oder zu bedienen. Nein, aber meine Familie, mein Herz ist so, also habe ich das vorgeschoben und so. Wie sagt man, ich nicht vorgeschoben, aber habe ich das als vor? Das war für dich das Wichtige. Weil du auch erzählt hast, noch die Familie auch. Ne? Noch wichtiger wie was anderes. Und auch was zurückgeben. Ja, und dann bin ich ja mit meiner Frau und so alles zusammengekommen. Also ist jetzt mein Neffe bei meiner Mutter. Und der macht jetzt das weiter, was ich früher die ganzen Jahre gemacht habe. Das ist hilfsbereit. Da muss man für seine Familie, nicht nur für seine Familie, für sein Umfeld oder für Leute, die wo schwächer sind, auch mal helfen können. Und nicht einfach vorbeilaufen und noch draufspucken. Macht man nicht. Okay, Toni, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für das Gespräch. Hat mich gefreut. Lieben gerne. Jede war eine Zeit sehr wieder. Spannende Zeit und war auch für mich sehr, sage ich mal, spannend. Auch mal was anderes. Mal was anderes zu sehen und aber letzten Endes auch was Positives. Ja. So kam es bei mir auch an. Mir hat es auch sehr gut getan. Ich konnte mich auch mal ein bisschen aussprechen, mal was ausreißen, was ich früher nie getan habe oder so. Mhm. Kam gut für mich. Hat mich gefreut, ehrlich. Alles hat klar. Mich sehr gefreut. Ja, das war jetzt der Sport mit Toni. Ist eine riesen Sportskanone, hat natürlich viel Erfahrung im Kampfsport. Und ich denke, die Dinge, die er auch seinen Kindern vermittelt mit Fair Play, das sind wichtige Dinge, auch im Sport. Sport kann kompensieren und das hat der Toni gezeigt. Und ich denke, das ist ein gutes Mittel, um einfach seine Aggression in den Griff zu kriegen. Hört auf mit dem Mist, lasst es. Also wenn ihr unbedingt in den Knast gehen wollt, dann macht es. Aber ich kann es keiner raten. Geht lieber, macht eure Schule, geht euren Weg, hört auf eure Eltern, auf die Lehrer, alles, was euch weiterbringt. Und nicht irgendwie, was euch nicht weiterbringt. Lasst es einfach, glaubt mir. Das schmeckt nicht so gut, wie man es denkt. Vielleicht ist es cool, Gangster zu sein im Fernsehen, aber so im realen Leben ist es nichts. Wir haben jetzt viel über Toni gehört, über sein Leben, über seine Kindheit, über seine Jugend und auch über seinen Lebensabschnitt im Knast und natürlich auch, wie wichtig ihm die Familie ist. Und ich denke, er hat sich hier in Eberstadt doch ganz gut etabliert und hat eine Perspektive aufgebaut, die für ihn ein gelungenes Leben möglich macht. Und das ist ja das Entscheidende. Der Film zeigt ganz klar, wie schwierig es Kinder und Jugendliche haben, sich in diesem Viertel, sage ich mal, durchzusetzen. Es ist kein leichter Weg und die Versuchung ist auch groß, den anderen Weg zu gehen. Das zeigt ja auch das Beispiel von Toni. Und dann auch wieder rauszukommen, ist natürlich noch ein härterer Gang in die Realität. Und deshalb ist es besonders wichtig, dass hier im Süden von Eberstadt unterschiedliche Institutionen versuchen, Kinder und Jugendliche aufzufangen, ihnen auch Werte zu vermitteln. Kinderrechte sind ein Wert, ein Gut. Und es ist natürlich schwierig, wenn sich wenig Leute an sowas halten oder an sowas interessiert sind. Aber umso wertvoller ist dann die Arbeit für Menschen, die in dieser Richtung aktiv sind, um einfach mal einen Jugendlichen so lange zu begleiten, dass er die Chance hat, ein gelungenes Leben zu führen. Und darum geht es ja auch.
und hört auch darauf, was ich gesagt habe. Es ist nicht einfach so, dass ich habe das auch mehr oder weniger für euch gedreht, damit ihr mal sieht, was einem Menschen so vorging oder was er auch alles durchgemacht hat. Lasst euch gut gehen, euer Triton, aka Tony Bronx. Adios.